In Baden-Württemberg soll es nicht weit der Neckarschleife bei Heilbronn in Zukunft auch so prächtig grün aussehen wie hier auf dem Bild. Aber bis sich dort tatsächlich eine grüne Wiese breit macht, werden wohl noch mindestens 15 Jahre vergehen. So lange wird der Rückbau des Atomkraftwerkes Neckar-Westheim dauern. An dem schon vor Jahren stillgelegten ersten Block wird schon länger gearbeitet. Der zweite ging Mitte April vom Netz, als in Deutschland die letzten AKW abgeschaltet wurden und nach 36 Jahren das Atomzeitalter endete. Über einen langfristigen Plan Tim Diekmann und Jens Niesing. Strom fließt hier keiner mehr. Das AKW in Neckar-Westheim steht still. An den Sicherheitsvorkehrungen ändert das aber erstmal nichts. Jetzt geht praktisch die Tür wieder zu und nachher, wenn die Tür geschlossen ist, geht die andere Tür wieder auf und wir können dann losgehen. Es ist ein seltener Einblick für eine kleine Gruppe Journalisten. Womöglich auch einer der letzten, denn schon bald soll hier der Rückbau beginnen. Hinter uns ist das Brennelement Lagerbecken. Dort lagern die Brennelemente, auch diejenigen, die bis zuletzt noch im Reaktordruckbehälter für den Betrieb gesorgt haben. Insgesamt 665 an der Zahl. In dieser Art AKW-Hallenbad sollen sie nun die nächsten 3 bis 4 Jahre abklingen. Es ist der erste Schritt in einem langwierigen Prozess. Denn der eigentliche Rückbau im Reaktorgebäude beginnt erst, wenn die Brennelemente abgekühlt sind und abtransportiert werden. Der Reaktordruckbehälter, in dem die Kernspaltung stattfand, wird zerlegt und soweit es geht dekontaminiert, also von Strahlungsresten befreit. Wie aufwendig das Ganze ist, weiß Sascha Gentes vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Professor für den Rückbau kerntechnischer Anlagen. Der Unterschied im Rückbau von Kernkraftwerken zu beispielsweise konventionellen Industrieanlagen liegt einfach darin, dass wir noch eine Radioaktivität vorhanden haben. Insofern erfolgt der Rückbau eines Kernkraftwerks im Gegensatz zum Rückbau von konventionellen Anlagen nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Kritik übt Gentes daran, dass viele Schritte noch immer Handarbeit sind. Dabei gäbe es längst technische Möglichkeiten, die auch in seinem Institut entwickelt werden. Etwa zum automatisierten Abfräsen von kontaminierten Betonschichten. Ein extrem mühsamer Prozess. Das Aufwendige im Rückbau ist auch darin begründet, dass keine Schraube das Kernkraftwerk verlassen kann, ohne dass es dokumentiert und freigemessen wurde. Nach und nach wird das Reaktorgebäude also ausgehöhlt. Nicht mehr strahlende Stoffe können später wiederverwendet werden. Stoffe, die auch weiterhin strahlen, werden als radioaktiver Abfall eingelagert. Sobald das Gebäude dann komplett freigemessen ist, folgt der eigentliche Abriss. Bis dahin dauert es rund 15 bis 20 Jahre. In Neckar-Westheim sollen noch im Sommer die ersten Arbeiten beginnen. Ein Zurück zur Kernkraft, wie von einzelnen politischen Parteien gefordert, sei schon jetzt zu spät. Wollte man jetzt diesen theoretischen Fall diskutieren, dann müssten wir eine neue Betriebsgenehmigung nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik beantragen. Im Prinzip ist de facto der Point of No Return erreicht. Das Unumkehrbare aus. Hier im benachbarten alten Block, der schon seit 2011 stillsteht, ist es besonders gut zu sehen. Das Ende der Atomkraft. Es ist also nur der Auftakt eines jahrzehntedauernden Abschieds.